Die alte Firmware, finde ich. Du bist noch, ja, du brauchst auch einfach ein Update. Das kommt ja heute noch. So, Kamera läuft? Jo, Kamera läuft. Das ist ja jetzt ein Hybrid-Video, ne? Quasi ja. Quasi ja, Hybrid, genau. Ja. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Thomas, Hashtag alle 14 Tage. Und wir beide haben fleißig Kommentare gelesen die letzten Wochen unter den ersten Videos und wollen auf so ein paar Videos eingehen. Wir machen das Ganze in so einem kleinen Interviewformat, dass ich praktisch mir die Kommentare im Kopf gemerkt habe und ich bin praktisch ihr. Und dann habt ihr so eine sehr realistische Situation, wie der Thomas dann darauf einfach antwortet. Wir starten mal direkt rein, gar nicht groß drumherum gequatscht. Eine der häufigst gestelltesten Fragen oder Wünsche waren die Slow-Mo-Aufnahmen. Das heißt, Thomas, warum haben wir keine Slow-Mo-Aufnahmen? Warum werden vielleicht auch gar keine Slow-Mo-Aufnahmen kommen? Also, es werden keine Slow-Mo-Aufnahmen kommen, genauso wie ich in meinen Fahrtechnikkursen, wie ich schon mal einen hatte, weiß das, sehr wenig Wert auf Analyse setze, weil ich denke, das ist ein Tool für Fortgeschrittene und Profis. Die können auch mit Slow-Mo und Analyse arbeiten, weil die genau wissen, was sie für Bewegungen durchführen, während eines Sprunges zum Beispiel. Ich halte die Slow-Mo für eher für nicht förderlich und jetzt auch folgender Grund. In der Slow-Mo, wenn ich das mir zu Hause auf meinem Rechner angucke, im Wohnzimmer, kann ich Bewegungen reininterpretieren, ohne die physikalische Kraftlinie zu sehen. Das heißt, ich kann nicht unterscheiden, ist das jetzt einfach eine physikalische Reaktion des Bikes oder geht der Fahrer nach hinten. So. Da ist das Problem, bei der Slow-Mo kann man alles reininterpretieren und keiner wird perfekt fahren in der Slow-Mo. Und mir ist viel wichtiger, weil wir in echt, im reellen Leben haben wir auch keine Slow-Mo. Was wir einbauen werden in den nächsten Videos, dass wir die Sachen in langsamer und vielleicht wiederholt zeigen. Das können wir gerne machen, in langsam und in schnell immer. Ne? Aber Slow-Mo ist absolut fürs Lernen eigentlich nicht förderlich, weil sie total falsche Denkprozesse einleitet. Viel wichtiger, und da bin ich, ey, nun Leute, wirklich der Einzige im Netz, ich erkläre immer sehr genau, was vor sich geht und ich gebe euch Selbstkontrollen. Zum Beispiel bei der Körper-Bike-Trennung der aufrechte Rücken. Beim Druck im Bike halt, dass ihr auf beiden Füßen den gleichen Druck fühlt. All solche Sachen, so Selbstkontrollen. Bei der Blickkontrolle, dass ihr immer vorausschaut etc. ist viel wichtiger, wie dass ihr in der Slow-Mo seht, aha, er macht das und das. Weil was hilft euch das, wenn ihr seht, dass ich, mein Rücken bewegt sich in der Slow-Mo genauso nicht wie in der reellen Geschwindigkeit. Das Einzige, was dann passiert, dass Leute da sitzen, ah, guck mal hier, jetzt geht er da, jetzt geht er doch mit dem Hintern nach hinten. Na, vielleicht lasse ich aber das Fahrrad einfach runterfallen, dann sieht das nur so aus. Ne? Deswegen kommen keine Slow-Mos. Okay, ja, ich kann mal aus eigener Perspektive vielleicht mal das Ganze beurteilen. Vielleicht versteht ihr das dann auch ein bisschen besser, weil ich ja auch im letzten Jahr als noch kompletter Neuling auf dem Fahrrad dann Kurse beim Thomas besucht habe. Und ich halt auch zwischendurch dachte, hey, wenn ich das in langsamer sehen könnte oder Slow-Mo, das wäre ganz cool. Aber gerade für mich dieses Beispiel, gehe ich nach hinten mit dem Hintern hinter den Sattel oder lasse ich das Fahrrad durchrutschen, durchschieben. Das sieht auf dem Video halt exakt gleich aus, aber fühlt sich im Körper komplett anders an. Was mir besonders geholfen hat, ist einfach mehr auf mein Gefühl zu vertrauen und mehr zu fühlen, was macht das Fahrrad, was mache ich, und gar nicht so viel dahin zu schauen. Und ich bin persönlich damit sehr, sehr gut gefahren bisher und vielleicht könnt ihr das auch mal so ausprobieren. Ich verstehe schon das Argument, dass man gerne diese Ausführungen langsam sehen will, aber andererseits ist es halt wirklich sehr, sehr detailliert erklärt. Wenn man das mit anderen Fahrtechnik-Videos vergleicht, dann ist es eher immer kurz und knapp. Und dann kommen ganz viele Videos. Vielleicht seid ihr es deswegen auch so gewohnt, das immer so zu sehen und eher so zu lernen. Allerdings
Unterschied ist auch zwischen rhetorisch-didaktisch, zwischen technisch erklären mit den offiziellen Lehrbegriffen oder halt wirklich dieses Verbildlichen, was ich gerne benutze, weil das halt sich im Gehirn viel besser einprägt. Ne? Also die Verbildlichung, wie zum Beispiel bei der Aktivierung im Rad die Kniebeuge, da hat jeder sofort eine Kniebeuge vor Augen und nicht jetzt aktiv, tu mal die halb aktivierte Position einnehmen. Das ist halt, deswegen, ich versuche es schon immer zu vereinfachen und ich lege ja sehr viel Wert aufs Gefühl. Und da bringt die Slow-Mo überhaupt keine Vorteile. Okay, Frage Nummer 2, beziehungsweise so eine Zusammenfassung aus vielen Kommentaren, die gekommen ist, was euch wahrscheinlich auch aufgefallen ist, deswegen kamen diese Kommentare. Thomas, du machst so ein paar Sachen irgendwie anders, haben die Leute den Eindruck, habe ich auch den Eindruck übrigens. Warum sind die Sachen bei dir anders und warum machst du sie so, beziehungsweise erklärst du sie so, wie du sie erklärst und nicht anders, wie es praktisch im Lehrbuch steht? Also der größte Unterschied ist, dass ich den Vorteil habe, nicht 100% auf die Kommerz ausgerichtet das machen zu müssen. Das heißt, auf gut Deutsch, mein Unternehmen muss keinen riesen Gewinn abwerfen. So. Das heißt, deswegen habe ich auch schon kein Konzept von Kursen, die aufeinander aufbauen, sondern biete ja nur Individualkurse ab. Hole jeden da ab, wo er steht, und zwar wirklich genau, wo er steht. Wir machen vorher eine Analyse, aber nicht mit Coach, Eye und Zeitlupe, sondern ich gucke mir an, wie die Leute fahren und tu das auch nicht kommentieren. Und nach dem Kurs gucken wir, wo es hingeführt hat. So, wo ich mir immer Gedanken mache, Daniel kann es bestätigen, ich versuche, das ist unglaublich schwierig. Mein Job besteht darin, mein eigenes intuitives Fahren so zu erklären, dass jemand anders das nachmachen kann. Wenn ihr das alle selber mal probieren würdet, das ist gar nicht so einfach. Das, was man selbst so einfach, ja, ich fahre einfach so lang. Man weiß oft selber gar nicht, was man macht. So, und da versuche ich dann immer, das so zu vereinfachen, dass eigentlich nur noch maximal 1 bis 2 Sachen sind, die einen im Kopf voll belasten, wo man dran denken soll, und dann läuft das Ganze. Ich tue mir viel über Ursache und Wirkung Gedanken machen. Ich habe den Gorilla komplett neu überdacht. Da wird übrigens auch ein Video extra zu kommen. Und weil der halt auch gerade so gedisliked wird und eigentlich geht die Diskussion in die komplett falsche Richtung. Genauso wie ich halt immer wieder unterscheide zwischen jemand, der schon ziemlich gut fahren kann und jemand, der Einsteiger ist. Und deswegen benutze ich keinen 0815 Lehrplan, sondern handle einfach aus meinen 8 Jahren Erfahrungen. Nun darf man nicht vergessen, ich gebe nur Bikeparkkurse, ich mache nichts anderes. Und ganz wichtig, ich mache Sachen anders. Ich bin von diesen Sachen überzeugt, lass mich aber auch, wenn jemand anders mir das anders zeigt oder sagt, hey, guck mal, wie der das macht oder so, bin ich der Letzte, der sich das nicht anguckt und sagt, hör mal, das ist ja geil, wie der das macht, das versuche ich auch mal. So, das ist eine Basis, auf der kann ich arbeiten, aber auf einem Kommentar wie, hey, das, was du da erklärst, ist alles scheiße und so, wie soll ich da an mir arbeiten? Ja, weil alles ist ja nicht scheiße, was ich erzähle. Viele sind ja auch einfach physikalische Grundgesetze, die kann man nicht umstoßen. So. Und wir machen es ja auch in der Intro ganz klar deutlich, meine Art zu lehren ist ja nicht die einzig wahre oder sowas. Um Gottes Willen, es gibt Leute, die wahrscheinlich auch um Längen besser sind als ich und die das total anders machen. Und das ist auch gut so, weil die Vielfalt macht uns ja zu besonderen Fahrern. Mein Beispiel dafür ist zum Beispiel Downhill World Cup, eine 3 Minuten 40 lange Strecke, wenn es trocken ist, ne, wohlgemerkt. Fünf Fahrer fahren da runter, die fahren alle eine komplett andere Linie und die Zeiten sind manchmal nur tausendstel Sekunden auseinander. Also müssen die ja alle irgendwas anders machen. Und das ist auch gut so. Aber ich finde es halt schlecht, dann zu sagen, ja, nur wenn man selber nicht davon überzeugt ist, was ich da zeige, dass das scheiße ist, weil es sind 8 Jahre Erfahrungen, die ich mit Einsteigern im Bikepark. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es mehr Leute gibt, die mehr übers Road Gap gezogen haben. Ich habe, glaube ich, inzwischen 250 Leute übers Rasenrennen Gap gezogen. Das ist halt so meine Bilanz, wo ich sage, jo, und wie die Leute sich danach freuen, das ist mein Lohn. So, ne? Und deswegen bin ich halt ein bisschen anders, klar. Ich bin auch sehr ehrlich und sehr offen. Ich sage auch, wenn was scheiße war, ich stelle mich da nicht dahin aus rein gewinnbringender Sicht. Ja, hör mal, das war schon ganz gut, bleib dran. Nee, wenn es scheiße war, sage ich den Leuten auch, dass es scheiße war. Auch wenn wir das jetzt zensieren müssen. Egal. Ne? Okay. Ja, und eine letzte Frage haben wir noch, die auch so ein bisschen ja vielleicht darauf abzielt, was wie die alten Videos, die mit mir zusammen waren. Da sage ich schon mal vorweg, das war einfach ein ganz, ganz anderes Format. Aber warum sind die Videos bei Hashtag alle 14 Tage so kurz und knapp? Ja, die sind so kurz und knapp,
weil der Mensch nur in der Lage ist, wenn du zum Beispiel in einem Meeting sitzt, können die meisten sogar nur die ersten 5 Minuten zuhören und danach ist weg. Das heißt, der Chef tut immer die Abstimmungen, die unangenehm für die Belegschaft sind, am Ende von einem Meeting setzen, weil dann alle einfach nur noch raus wollen. So. Das heißt, die Konzentration geht runter mit der Zeit. So. Plus, ich will die Übungen klein halten, will aber die meisten Probleme, die ich halt immer so sehe im Park, schon aufgreifen. Aber wenn wir ehrlich sind, was nützt es denn, wenn ich euch die Kurventechnik zeige mit 5, 6 Bewegungen und ihr seid dann, wenn ihr fahrt, oh, jetzt der Arm dahin, die Hüfte dahin, das dahin, hilft euch das wirklich weiter oder werdet ihr nur frustriert, weil es nicht klappt? So, und deswegen halte ich diese Länge der Videos, die ich übrigens immer noch für lang halte mit einer Viertelstunde, einfach angemessen, weil es geht ja nur darum, kurz zu zeigen, worum es geht. Ich zeige euch, was die Selbstkontrolle bei dieser Übung ist, was das Ziel dieser Übung ist. Und das Besondere bei mir ist, ich sage nicht, das müsst ihr so machen, weil das so ist, sondern ich erkläre ja immer, warum. Und ich erkläre auch, warum nicht. Weil das Problem ist, und deswegen sind die Videos auch so kurz, oft ist gar nicht das Problem, dass ihr die Skills nicht habt, sondern dass ihr zum Beispiel schon Techniken besitzt, also Werkzeuge, aber die an der falschen Stelle einsetzt. Zum Beispiel liegt da ein Baumstamm und ihr nehmt euch die Pfeile und versucht, den durchzusägen, obwohl die Säge da liegt. Ja? Dann ist die Pfeile einfach das suboptimale Werkzeug. Es geht zwar auch, aber es dauert ewig und macht überhaupt keinen Spaß. Und so ist das zum Beispiel, wenn die Leute einen Sprung wegdrücken. Ja? Sagen viele, ah, ich muss dieses Wegdrücken wegkriegen, ich will mich strecken. Nein, lern dir das nicht ab, weil du brauchst es, wenn du zum Beispiel Weite reduzieren willst, ohne immer am rechten Zeigefinger zu ziehen und zu bremsen. Das heißt, ihr wisst schon, ihr habt schon oft Techniken, die ihr benutzt, ihr setzt sie nur in den falschen Situationen ungenügend ein. So wie mit der Pfeile und der Säge, das ist das Beispiel. Und ich glaube, das ist es schon. Ja, das waren so die häufigsten Kommentare und das Feedback, was so ein bisschen ja, negativ angelehnt war. Erstmal danke für aber die ganze positive Resonanz. Genau. Das war echt der Hammer. Mega cool. Viel Lob, viel Dankeschön von euch. Und ja, ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Wir wollen uns ja auch nicht jetzt irgendwie rechtfertigen oder so, warum irgendwie ein Kommentar negativ ist, sondern wir wollen euch sagen, warum das Ganze so ist, damit ihr auch eine Erklärung dafür habt. Und das hat nichts mit Rechtfertigen oder so zu tun, sondern einfach nur so, aha, okay, die machen das oder der Thomas macht das so, weil so und so. Ja, ich glaube, also hast du noch eine? Ich hätte gerne noch ein Schlusswort, wenn ich das darf. Ja, natürlich. Schlusswort. Eins dürft ihr alle nicht vergessen, Leute. Bei aller Liebe, die ich zu diesem Sport habe und die ich zu meinen YouTubern hier habe, der Daniel weiß es, ich bin eigentlich überhaupt kein Tutorial-Video-Freund, null. Weil ich immer noch denke, dass man halt einfach in einem Personal Coaching nur was lernen kann. Also vom Video lernen können nur ganz wenige Prozentsätze der Menschen. Die meisten können tatsächlich nur durch haptisches Tun wirklich was lernen. Und eine Sache dürft ihr bei dem ganzen Dings, wenn ich was für euch nicht genau genug erkläre, wieder keine Zeitlupe da ist etc. Eins dürft ihr alles nicht vergessen. Erstens mache ich diese ganze Chose hier komplett ehrenamtlich und zweitens verdiene ich eigentlich mit Fahrtechnikkursen mein Geld. So, das heißt, ich bin nicht der Typ und das solltet ihr vielleicht auch einfach kurz, bevor ihr einfach so ein Hater-Kommentar raushaut, das ist jetzt mal an die Negativ-YouTuber gerichtet, ich mache nicht ein Video und zeige die erste Hälfte von der Technik und sage, wenn ihr den Rest lernen wollt, dann besucht hier unten unter www.freeandride.de einen meiner Kurse. Nein, genau das mache ich nicht. Ich gehe sogar noch auf alle Kommentare ein, beantworte die höflich. Und ich finde, das sollte man irgendwo auch respektieren, dass wir das komplett kostenlos für euch machen. Und Daniel macht sich da auch ganz viel Arbeit mit. Und ich tue quasi mein Wissen aus 8 Jahren Erfahrung euch kostenlos zur Verfügung. Ich mache ja kein Online-Coaching, wo ihr irgendwas mit PayPal überweisen müsst, sondern wir geben euch das so einfach mit. Dass dann dieses Wissen vielleicht nicht der heilige Gral ist und keine Ahnung, das super Allwissen, das mag schon mal sein, weil das ist ja nur meine subjektive Erfahrung als Coach, nicht mehr und nicht weniger. Ja, ich glaube, damit haben wir eigentlich alles gesagt. Ich kann auch nur euch aus meiner Erfahrung sagen, ich habe gar nichts aus Videos gelernt. Ich habe mir natürlich am Anfang viele Videos angeguckt, aber nachdem ich das erste Coaching vom Thomas hatte, live im Bikepark OE, habe ich danach
erstmal gar keine anderen Techniken geguckt, weil ich erstmal das alles lernen wollte, was er mir beigebracht hat und das halt erstmal irgendwie verinnerlichen wollte. Und ich finde halt persönlich, was bei dir halt auch so ganz, ganz anders ist, ich habe ja 3 Kurse haben wir gemacht zusammen und erst, ja, es hat schon ein Jahr gedauert, bis die ganzen Sachen halt irgendwie umsetzbar gewesen sind, ne? Und man darf halt nicht irgendwie das Gefühl haben, ich gucke jetzt mal so ein Fahrtechnik-Tutorial-Video und das ist dann halt auch sofort drin, ne? Und deswegen, ich finde halt auch sozusagen der heilige Gral an einem Tipp oder einem Fahrtechnik-Tutorial, ich glaube, das gibt's einfach gar nicht. Ja, weil man sieht es ja an den Klickzahlen, wenn ich ein Video hochlade, Manual in 3 Tagen, das kriegt direkt... Das wollen alle lernen in 3 Tagen. Manual lernt er nicht in 3 Tagen, es sei denn, ihr seid hochtalentiert. Den Manual, da muss man sich Hashtag jeden Tag das halt einfach mal eine Viertelstunde üben. Genauso wie man halt bei einer Gitarre, man kann 2 Lieder spielen mit Akkorden, ja, und am Lagerfeuer, das macht Spaß, macht mit Kumpels sogar mega Spaß, aber der wirklich virtuose Gitarrist wirst du erst durch Fingersätze üben. Und das ist beim Hashtag jeden Tag das Gleiche. Es muss nicht der Park sein, um ein besserer Fahrer zu werden, sondern das tägliche Üben ist viel besser fürs Gehirn und für die Fähigkeit, für die motorischen Fähigkeiten, wie halt einmal in der Woche im Park zu fahren. Ne? Deswegen sind diese Videos mit Übungen, wo man viele von vor der Haustür machen kann, auch das nächste Video, was dann bald kommen wird mit dem Gorilla, kann man vor der Haustür üben, extrem wichtig. Damit werdet ihr bessere Biker. Und zwar nicht durch das Video, nicht durch das, was ich euch erzähle in einem Kurs, sondern dadurch, dass ihr übt. Ich bin quasi nur so ein Typ für Hilfe zur Selbsthilfe, wenn man so will. Ihr müsst selber bessere Mountainbiker werden. Yes, jetzt haben wir aber auch genug gelabert, denn nächste Woche muss es ja weitergehen mit einem Hashtag alle 14 Tage Video mit Fahrtechnik-Tipps. Und ja, deswegen müssen wir das Video jetzt beenden, weil wir müssen noch ein bisschen was anderes für euch abdrehen. Deswegen abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Und ja, diesmal habe ich es nicht vergessen. Genau, und sehr gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.